Ja, mein Name ist Yannick, ich bin 15 Jahre alt und ich habe den Film mit Die Schildkröte mit ein paar anderen, wie zum Beispiel jetzt auch mit Frederik, produziert. Genau, ich bin Frederik, bin 13 Jahre alt und habe auch den Film Scherepacher produziert. Wie ist denn euer Film entstanden? Also wie, in welchem Kontext und was war so die Idee? Ja, also wir haben einen Austausch veranstaltet zwischen St. Petersburg und Hamburg. Die St. Petersburger von der Jugendredaktion werden demnächst hierher kommen. Aber wir waren jetzt im Sommer in St. Petersburg. Und dort haben wir uns gedacht, dass wir mit dem Studio da dann einen Film produzieren. Genauer gesagt, einen Trickfilm. Und genau, ihr habt einen Trickfilm gemacht. Vielleicht könnt ihr nochmal erzählen, was so die größte Herausforderung war dabei. Also ich würde sagen, die größte Herausforderung war teilweise die Sprachbarriere, da Deutsch und Russisch, die russischen Jugendlichen häufig nicht sehr gut Englisch konnten und wir da immer mit Übersetzern arbeiten mussten. Das war schwierig teilweise. Und wie ist das jetzt für euch, mit eurem Film hier auf so einem Festival zu laufen? Das ist ja nochmal anders, als wenn man das so am Ende sich gemeinsam anschaut. Also welche Bedeutung hat für euch so ein Festival? Ja, also ziemlich hohe Bedeutung. Wir waren ziemlich überrascht, als wir gehört haben, der Film läuft jetzt auf diesem Festival und haben uns auf jeden Fall sehr darüber gefreut. Und wie geht's weiter? Was wollt ihr jetzt als nächstes machen? Gibt es noch ein Folgeprojekt? Ja, also die St. Petersburger werden jetzt im Sommer ist das, oder? Genau. Zu uns nach Hamburg kommen. Genau. Und dann geht's weiter. Super. Ja, vielen Dank für das kurze Interview und das sieht man dann, glaube ich, ne? Ja. Am Ende. Sehr schön. Cool, danke schön.